Hallo, in diesem Video wollen wir den Termwert berechnen. Aufgabe ist gegeben, ist der Term t von x ist gleich minus 4x² minus 2x plus 5 und hier heißt es, berechnen den Termwert für x gleich 2 und x gleich minus 10. Was haben wir denn alles? Hier oben einen Term in Abhängigkeit von x, minus 4x² minus 2x plus 5 und unten heißt es dann zusätzlich, man soll den Termwert berechnen für x gleich 2 und x gleich minus 10. Gehen wir schnell oben nochmal auf diesen Term, was da hier alles eigentlich drin steckt. Wir haben hier zum Beispiel eine Variable x mit drin. Haben hier eine Variable x, hier eine Variable x. Eine Variable x steht im Prinzip vor einer Zahl, die momentan nicht bekannt ist. Ja, vielleicht aus der Grundschule bekannt mit Tintenklecksaufgaben. Ich könnte hier da einfach schwarze Punkte drüber malen und die Aufgabe entsprechend enden. Dann berechne den Termwert für schwarzer Punkt gleich 2. Ist weggegangen. So dass so schwarze Punkte eben schwer zu schreiben sind oder umständlich zu schreiben sind, hat man in der Mathematik einfach dieses x ausgewählt und sagt, diese unbekannte Zahl heißt jetzt einfach x. Da wir mit dem x selber nichts anfangen können, wie gesagt, es hat ja niemand verraten, was da für eine Zahl reinkommt, muss es also irgendwo noch eine Information geben, wenn wir den Termwert berechnen möchten, was für eine Zahl wird eingesetzt. Und das wird jetzt natürlich hier unten gemacht. Durch diese Angabe hier ist x gleich 2 und noch eine zweite Aufgabe für x gleich 10. Also hier wird eindeutig gesagt, nimm diese 2 und setz sie für jedes x ein. Und dann gibt es noch eine zweite Aufgabe, nämlich dann heißt, setz die minus 10 für jedes x einmal ein. Und berechne, was dann rauskommt und das, was hier rauskommt hinten dran, das nennt man den Termwert. So schnell zur Wiederholung. Jetzt geht es ans Ausrechnen. Also berechne den Termwert für x gleich minus 2. Fangen wir damit an. Und dann schreiben wir jetzt einen Teileterm von 2. Ja, wir setzen jetzt hier für jedes x gleich 2 ein. Ist gleich. Jetzt nehmen wir hier oben den Term, minus 4x² minus 2x plus 5. Und Achtung, zwischen einer Variable und einer Zahl, mache ich es jetzt am geschicktesten, mache ich die Farbe noch weg. Hier dazwischen steht immer ein Malpunkt zwischen einer Variable und einer Zahl. Ja, wenn ich jetzt für x gleich Zahlen einsetze, muss ich nämlich diesen Malpunkt wieder hinschreiben. Das ist jetzt hier oben verkürzte Schreibweise. Also, setzen wir ein, minus 4 mal, ersetze das x durch meine Zahl, also 2 hoch 2, minus 2 mal, ersetze wieder das x durch 2 und hinten dran noch plus 5. Jetzt habe ich eine ganz normale Rechnung, die muss ich jetzt noch ausführen. Und hier gilt natürlich Potenz vor Punkt vor Strich. Also muss ich zuerst jetzt die Potenz lösen. Ich mache mal alles nacheinander und wenig gleichzeitig, um es einfach zu zeigen. So, eine Potenz habe ich jetzt hier stehen. Ja, Hochzahl, die muss zuerst gerechnet werden, alles andere schreibe ich jetzt einfach nur ab. Minus 4 mal, so 2 hoch 2 sind 4, minus 2 mal 2 plus 5. Gut, Potenzen sind erledigt, als nächstes kommt die Punktrechnung. Ich habe hier eine Punktrechnung drin und ich habe hier eine Punktrechnung drin, also zwei Punktrechnungen. Und ich würde empfehlen, dieses Minus vor einer Zahl immer zur Zahl selbst dazuzunehmen, also als Vorzeichen zu interpretieren. Das ist also eine minus 4 und das ist eine minus 2. Wenn ich jetzt also rechne, minus 4 mal 4, minus mal plus ist minus und 4 mal 4 ist 16. Ja, ich handle erst die Vorzeichen ab, brauche ich mich darum nicht mehr kümmern und dann kommen die Zahlen hinten dran. So, minus 2 mal 2, minus mal plus ist minus, 2 mal 2 ist 4, also kommt hier minus 4 hin und hinten dran noch die plus 5. Punktrechnung ist erledigt, jetzt kommt noch die Strichrechnung, ich habe jetzt nichts Besonderes drin, ich muss es einfach zusammenrechnen. Minus 16 minus 4, beides hat gleiches Vorzeichen, also zusammenzählen sind minus 20 und minus 20 plus 5 sind minus 15. So, habe ich meinen ersten Termwert berechnet, erste Aufgabe ist erfüllt. Jetzt kommt noch der zweite Termwert, nämlich für x gleich minus 10. Ich beginne wieder mein Spiel. Term von, und jetzt ersetze ich jedes x durch minus 10. Also starte ich ja hier, Term von minus 10 ist gleich, jetzt kommt der Term, minus 4 mal, das x wird durch minus 10 ersetzt, Achtung, eine negative Zahl, das heißt, ich brauche jetzt unbedingt eine Klammer, weil sonst hier ein Mal auf ein Minuszeichen folgt, das darf nicht sein. Und zweite Eigenschaft, weil ich hier ein hoch 2 habe, brauche ich auch unbedingt die Klammer, weil sonst dieses Minus nicht mitquadriert werden würde. Ja, das Minus gehört hier in dem Fall in das x rein, das wird also mitquadriert, deswegen unbedingt die Klammer setzen. Weiter geht's. Minus 2 mal.
Jetzt muss ich kurz auf den PC warten. So. Minus 2 mal. Und jetzt setze ich hier wieder die minus 10 ein für das x. Und hinten dran noch ein plus 5. So, schiebe ich es mal ein bisschen hoch. Oben brauche ich keine Informationen mehr. Es gilt wieder Potenz vor Punkt vor Strich. Suche wieder meine Potenzen. Sind hier zu finden. Hier habe ich ein hoch 2 drin. Ja, die Klammer sagt, es geht auf die komplette minus 10 drauf. Also minus 4 mal. Minus 10 hoch 2. Minus hoch 2 ist plus. Also steht ja minus 10 mal minus 10. Minus mal minus ist plus. Und 10 hoch 2 sind 100. Und den Rest schreibe ich einfach so ab, wie er dasteht. Da kümmere ich mich erst im nächsten Schritt drum. Wer sich sicher genug ist, darf natürlich das auch schon zusammenrechnen. Ist ja kein Problem. Nächstes Punktrechnung. Ich habe hier eine Punktrechnung. Ich habe hier eine Punktrechnung. Die führe ich jetzt durch. So, minus mal plus ist minus. 4 mal 100 sind 400. Minus 2 mal minus 10. Minus mal minus ist plus. 2 mal 10 sind 20. Ja, hier merkt man, wenn man das minus zu 2 mit dazu nimmt als Vorzeichen, dann kann ich hier in diesem Schritt gleich das Vorzeichen wunderbar abhandeln und muss nicht noch großartig mit Minusklammern rumtun. Und hinten dran noch eine plus 5. So, jetzt. Ja, und das rechnen wir jetzt wieder zusammen. Minus 400 plus 20. Der Betrag von 4 minus 400 ist viel größer, also kommt ein negatives Vorzeichen. Und jetzt das Kleine vom Großen abziehen. 400 minus 20 sind 380. Also sind es minus 380 plus 5. Jetzt haben wir das gleiche Spiel. Minus 375. Ja, so berechnet man Termwerte, egal was für Zahlen ich bekomme. Die setze ich einfach für das x ein. Ja, irgendwo muss geschrieben stehen, was man für x einsetzen darf. Ob das jetzt hier so direkt steht, ob einfach gleich hier vorne steht, t von 0 zum Beispiel berechnen, oder ob das in der Grundmenge drin steht. Also irgendwo muss die Angabe stehen und die muss man sich halt aus der Aufgabe herausfinden.